Hallo du, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Die Sims 4 Inselleben. So, und in der letzten Folge, da haben wir ja die Insel schon so richtig gar nicht gerockt. Das war ein bisschen peinlich. Wir hatten nämlich einen Gelegenheitsjob mit dem lieben Jesse. Und statt dass wir ihn irgendwie genutzt hätten, um ein bisschen Geld zu verdienen, haben wir das genaue Gegenteil gemacht. Und zwar haben wir bis kurz vor der Frist nicht den geforderten Gegenstand gefunden, nicht mal gewusst, dass wir den überhaupt finden müssen. Und dann hatten wir ihn gefunden und dann lief leider die Frist auch schon ab. Also es war alles ein bisschen doof, könnte man sagen. So, guck mal hier. Da kannst du noch mal einen Kava trinken. Den haben nämlich unsere Gäste mitgebracht. So, Jesse ist jetzt auf der Arbeit. Sehr schön. Und Megumi ist jetzt erstmal alleine. Ich hoffe, es stört euch nicht, wenn wir jetzt auch noch ein paar Simoleons für eine gute Stereoanlage ausgeben. Beziehungsweise, wow, 150. Das ist teuer. Vielleicht sollte ich dann eher den Lautsprecher nehmen. Ich nehme erstmal den Lautsprecher. So, weil ich denke nämlich, ein bisschen Inselradio kann nicht schaden. Dann können wir dazu nämlich auch ein bisschen tanzen. Ah, ein bisschen zu laut. So, gucke mal. Und dann können wir hier nämlich die gute Layla, die in der letzten Folge auch vorbeigekommen ist, auch noch ein wenig näher kennenlernen. So, ich weiß gar nicht, wer von beiden jetzt hier in dem Hauptraum wohnen soll. Ich glaube, ich trenne das dann vielleicht einfach später, sobald ich ein bisschen mehr Geld habe, trenne ich das vielleicht nochmal so ein bisschen auf. Oh, ist das schön. Und vor allem, ich kann mir richtig gut vorstellen, dass wir dann hier auch unsere Strandliegen und alles hinstellen werden, so ein kleines Paradies machen. Ah, oh, das wird schön, ey. Unsere, da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Achso, das kann ich ja nicht wegschmeißen, weil die Schüssel haben wir jetzt geschenkt bekommen, ne? Das ist natürlich auch mega praktisch. So, ich muss los. Danke, dass du dir Zeit. Dankeschön auch für den Besuch. Dankeschön für die Kava-Schüssel. Wir bringen sie auch wahrscheinlich nicht wieder, weil ich sie am liebsten jetzt behalten möchte. So, Kind der Insel. Megumi ist ein Kind der Insel. Zwischen ihr und Sulani besteht eine tiefe spirituelle Verbindung. Daher besitzt sie die Fähigkeit, die mächtigen Elementarwesen der Insel herbeizurufen. Wenn Megumi die Kultur von Sulani pflegt, erhält sie ihren Segen. Wenn sie die Kultur der Insel vernachlässigt, fällt sie in Ungnade. Oh ja, und da geben wir uns natürlich die größte Mühe, so gut es geht, irgendwie der Insel gerecht zu werden, sage ich mal. Oh, ich finde diesen Bikini so super. Der sieht so toll aus. Der ist auch schön gebunden und der sieht auch so leicht und locker flockig aus. Ich weiß zwar nicht, wie der sich im Wasser verhalten würde, aber es sieht spitze aus. Allgemein, die Nachbarschaft ist ja auch total meins, hatte ich ja auch schon häufiger gesagt. Wirklich, wirklich, wirklich schön. Da haben wir uns ein schönes Plätzchen zum Leben ausgesucht erstmal. Ich meine, umziehen können wir ja immer noch und etwas Größeres und dann vielleicht näher am Land oder so. Aber ich finde, diese Verbindung hier zum Wasser finde ich eigentlich ganz schön, um ehrlich zu sein. Venusa! Ah, oh, da freut sich jemand. Der Herzschlag von Sulani. Wenn Megumi die Inselmusik lauscht, fühlt sie sich immer besonders heimisch. Das kann ich absolut nachvollziehen. So, oh, sehr schön. Das ist mega praktisch, dass wir jetzt so eine Kava-Zubereitungsdings haben, ohne dass wir etwas dafür machen mussten. So, unser Job ist ja, dass wir jetzt tatsächlich auch eine Naturliebhaberin werden. Und da muss ich eigentlich noch ein bisschen für recherchieren. Das Problem ist, ich kann mir kein Recherchezeugs leisten. Und das bedeutet wiederum, ich müsste vielleicht mal irgendwie bei irgendwelchen Nachbarn vorbeischauen. Leider gibt es da jetzt nicht so viele. Also ich weiß, dass die hier auf jeden Fall keinen PC haben. So, aber wo könnten die denn? Die könnten vielleicht einen haben. Ich schaue da einfach mal schnell vorbei, weil ich nämlich super gern einfach recherchieren würde schon mal, damit ich nämlich, Bescheid weiß. Wenn ich morgen dann den neuen Job antrete, wäre das halt super praktisch. Aber ich bin mir halt nicht sicher, ob sie einen, die wenigsten hier auf der Insel haben, glaube ich, einen PC. Aber ich drücke einfach mal die Daumen.
Oh, die haben auch ein wunderschönes Haus hier. Ich meine, sowas, ne, das ist gefühlt 2 Meter vom Strand entfernt. So, hallo, kann ich kurz bei euch recherchieren? Hallo, ich stelle mich einfach mal freundlich vor und hoffe einfach, dass sie einen PC haben, was sie natürlich nicht haben. Verdammt, sie haben einen Schreibtisch, aber keinen Laptop. Ah, das bedeutet, es gibt auch keine Bibliothek oder sowas, ne? Es gibt leider, glaube ich, keine öffentliche Bibliothek, jedenfalls nicht hier in dem Raum von Sulani. Ja, ich nehme dann mal an, in der Sandbar ist wahrscheinlich auch nichts. Mist. Was mache ich denn jetzt? Also gut, ich könnte natürlich jetzt in die Stadt reisen. Ich glaube, das ist dann die einzige Variante, die ich jetzt so hätte. Erstmal in die Stadt zu reisen, in eine Bibliothek. In der Hoffnung, dass sie da. Ich muss es jetzt einfach mal eben machen. Ich meine, es ist ja auch manchmal so, dass wenn man so auf so einer schönen, etwas abgeschiedeneren Insel wohnt, dass man dann nicht da die Möglichkeit hat, auch um einkaufen zu gehen und so weiter und so fort. Dann recherchiere ich jetzt nämlich hier einfach mal. Da mussten wir jetzt eben mal einfach in die Stadt düsen. In unserer Inselbekleidung. Vielleicht sollst du dich vorher noch ein bisschen umziehen. Okay. Einfach nur, um mal eben zu recherchieren. Ich habe halt einfach leider nicht die Möglichkeit, mir das zu leisten. Aber ich will trotzdem, so gut es geht, vorbereitet sein für den Job. Und da ja sowieso Jesse noch unterwegs ist, bis wann denn eigentlich? Wie lange schleppt er denn eigentlich diese Kisten? Macht er das jetzt die ganze Nacht über? Ach, guck mal, immerhin. Geht jetzt vor einmal zu seiner Arbeit, denkt an den empfohlenen Fähigkeiten-Level zu überprüfen. Ja, gut, gab es ja Gott sei Dank keinen. So, ich sitze hier ganz allein um 22:43 Uhr in meinen Badeklamotten in der Bibliothek, weil ich kein Internet zu Hause habe. Ist noch nicht gelegt worden und auch kein PC, mit dem ich das irgendwie nutzen könnte. Das ist so ein krasser, weißt du, das ist irgendwie so krass, wenn man sich so überlegt, was das eigentlich für ein Kontrast ist. Na klar, ich muss auch sagen, Willow Creek ist immer noch einer meiner Lieblingsstädte zum Spielen. Ich finde, Willow Creek sieht super toll aus. Aber trotzdem, ne, es ist halt so. Ah, Alika war ein wenig anstrengend. Legt das hier rein. Nein, das soll in die andere Kiste. Sorgt dafür, dass die Kisten nicht so schwer sind. Jesse befolgte alle Anweisungen. Es dauerte den ganzen Tag, aber dann war alles verpackt und der Kunde war zufrieden. Und das ist schließlich alles, was wirklich zählt, oder? Oh, außer natürlich Geld. Sehr schön, wir haben sogar ein paar Simoleons Trinkgeld bekommen. Yes, das ist zwar jetzt nicht so mega viel, aber Kleinvieh macht auch Mist. Und ich komme dann auch gleich mit Megumi nach Hause. Oh, Leute, ich finde das, aber irgendwie, ich liebe das total, ne? Es fühlt sich halt einfach so, gerade weil ja meine Familien durch ihre Jobs und so immer super, super viel Geld zur Verfügung hatten und eigentlich nie so diese Probleme hatten mit, wir können uns irgendwas nicht leisten, fühlt sich das jetzt auch nochmal so nach so einem richtig coolen, fresh Start an. Einfach auch kein Geld, keine Materialien, keine Mittel, wir brauchen Gelegenheitsjobs und so weiter und so fort. Deswegen, allein darüber freue ich mich einfach schon, dass wir hier in der öffentlichen Bibliothek sitzen, um zu recherchieren, damit wir für den Job besser vorbereitet sind. So, und wir recherchieren schon eine ganze Weile hier. Aber somit, ne, könnten wir dann eventuell, ne, auch schon ein bisschen den anderen Leuten im Vorteil sein. So, wir haben genügend recherchiert, dann würde ich sagen, es geht direkt wieder nach Hause, nach Sulani. So, das haben wir doch gut gemacht. Unsere Nachbarn werden wir auch noch kennenlernen. Keine Sorge, das wird jetzt alles nach und nach passieren. Tauchen, schnorcheln, wir werden alles machen. So, hallo, ich bin wieder zu Hause. So, und Jessie tanzt erstmal ein bisschen sehr gut. Aber da ich müde bin und auch morgen schon den ersten Arbeitstag habe, in 8 Stunden geht's los, brauche ich auch ein bisschen Schlaf. Und du bist überhaupt nicht müde? Holy moly. Hätte ich auch da im Internet surfen können? Nee, das wäre aber nicht dasselbe gewesen. So, das war übrigens ein Gelegenheitsjob und jetzt müssen wir offenbar erstmal wieder warten, bis wir den nächsten annehmen können. Ich meine, wir könnten auch einfach, ganz ehrlich, er ist ja sowieso so ein Kind des Meeres. Wir könnten auch einfach uns ganz viel Spaß im Wasser abholen, indem wir ein bisschen schnorcheln gehen. Dann ist er nämlich auch ein bisschen weniger gestresst. Er liebt ja das Wasser sowieso. Von daher los, Jessie. Hopp, 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 hopp.
So, Megumi schläft. Und langsam wird es in Tsulani auch dunkel und Nacht. Die Leute schlafen in ihren Häusern. Nur ich bin noch wach. Und versuche noch ein bisschen schnorcheln zu gehen, in der Hoffnung, dass mir das Spaß bereitet. Und vor allem so ein bisschen schnorcheln im Mondschein ist ja auch super romantisch, obwohl ich den Mond nicht sehe. Der Mond ist anscheinend noch nicht aufgegangen. Nee, ernsthaft, wo ist denn der Mond? Hä? Okay, der Mond ist weg, der Mond ist, ach da, ich wollte gerade sagen, hä, was ist mit dem Mond passiert? Nee, aber so schnorcheln im Mondschein, das hat ja, oh Gott, ich dachte gerade, ich hätte einen Wolf gehört und dachte mir so, was ist das denn für ein Wolf? Nee, aber schnorcheln im Mondschein ist romantisch und deswegen mache ich das jetzt einfach auch mal. Ich hoffe, da kommt jetzt nicht irgendwie ein Hai oder so, das wäre so ironisch. Die einzig neue Todesart. Und ich würde jetzt mit meinem ersten Sim, mit meinem neuen daran sterben. Das wäre so ironisch. Sind das eigentlich hier für jeden Free-for-All, diese Dinger? Nee, okay, es gehört ihm. Also er kann es fahren, aber es gehört ihm auf jeden Fall nicht. Okay. So, guck mal, das macht ihm sogar wirklich ein bisschen Spaß. Ich finde, wie gesagt, wenn er ja sowieso, ja, hat ja sowieso jetzt erstmal so ein bisschen freiere, also, ja, einfach beliebigere Freizeitgestaltung hat, so ein bisschen entspanntere und offenere Freizeitgestaltung und Arbeitsgestaltung. Deswegen kann er da jetzt, finde ich, auch einfach mal nachts schnorcheln gehen und dann halt am nächsten Tag bis um 4 Uhr pennen oder so, 16 Uhr, und dann halt erst wieder arbeiten gehen. Er ist halt ein bisschen variabler, ein bisschen flexibler. Ich fände es jetzt super schön, wenn noch ein paar Delfine kommen würden. Aber ich glaube, so viel Glück haben wir heute Abend nicht mehr. Ich meine, wir könnten nochmal hier, das ist der Tauchspot. Da können wir tauchen gehen. Hier hinten ist ansonsten noch ein normaler Schnorchelspot, aber da ist auch nichts. Und da ist auch nochmal einer. Und da ist leider aber auch nichts und niemand. Nun gut, okay, an den Spots ist erstmal niemand. Sorry, wenn es so schnell geht, aber damit geht es halt einfach am schnellsten. So, ihr seht ja auch hier so ein bisschen die Begrenzung, ne? Ihr seht hier das hellblaue Wasser und hier das dunkelblaue. Bis hierhin kann man halt wirklich schwimmen, also bis hier ungefähr. Dann, ne, ein bisschen Platz muss da noch geben. Aber das hier ist so ungefähr die Begrenzung einfach, dieser Rahmen hier. Bis dahin kann man sich nämlich frei so ein bisschen im Ozean herumbewegen. So, ist hier eigentlich auch noch ein Spot? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, irgendwo war hier noch einer. Oder auch nicht. Ach, guck mal. Was haben wir da? Kokosnussbaum. Ah ja, Kokosnüsse müssen wir dann auf jeden Fall auch anpflanzen. Ich weiß zwar, wir haben zwar jetzt nicht so viel Platz, um ehrlich zu sein, auf unserem Grundstück zum Anpflanzen. Also das ist schon... Warte mal, das muss ich mal hier... Damit wir ein bisschen Strom sparen. Und dann, ich weiß nicht, könnte man hier vorne vielleicht noch ein bisschen was anpflanzen oder halt in irgendwelchen Kübeln oder so. Müssen wir einfach mal schauen. So, hattest du Spaß? Willst du noch ein bisschen schnorcheln gehen? Dann hast du nämlich auch Level 1 deiner Fitnessfähigkeit, glaube ich, schon gemeistert. Oder Level 2 sogar schon, entschuldige. Und dann können wir sogar noch ein paar andere Gelegenheitsjobs machen. Das war jetzt aber sehr erfolgreich. Sag mal eine ganz blöde Frage. Gibt es hier gar nicht mehr diese Wünsche, die man sich irgendwie erfüllen kann? Sind die irgendwie weg oder sind die bei mir verbuggt? Habt ihr die noch? Das ist mir nämlich beim ersten Eindrücke-Video mal wieder aufgefallen, dass ich seit Ewigkeiten schon nicht mehr diese kleinen Wünsche hier... Also, entweder ich habe gerade was völlig Falsches im Kopf, aber da waren doch immer so drei Bubbles, so Sprechblasen-Bubbles über den Köpfen und da hatte man doch auch Wünsche gesehen, so irgendwie... Möchte, keine Ahnung, oder so. Das habe ich seit Ewigkeiten, glaube ich, nicht mehr gesehen. Wurde das abgeschafft? Oder bin ich jetzt einfach nur völlig in einem falschen Spiel drin und denke irgendwie völlig falsch? Weil ich hatte mich so gewundert, irgendwie. Weil sonst hat man ja immer dadurch Zufriedenheit und so bekommen mit so ein paar Wünschen und so. Aber irgendwie fehlt mir das in letzter Zeit ein bisschen. Ich habe das, aber ich habe das auch ewig schon nicht mehr beachtet, irgendwie, diesen Spot. Ich hatte nur mir gedacht, weil ich ja... Punkte sammeln wollte für den Meerjungfrauentank,
dass ich halt 500 Punkte brauche. Und ich dachte mir so, oha, wie schaffe ich das denn am besten? Und ja, dann habe ich das erste Mal festgestellt, dass es diese Teile hier oben gar nicht mehr gibt. Diese Wünsche und ich gar nicht mehr weiß, wie man jetzt Punkte noch sammelt. Ich glaube, ich spiele Sims manchmal zu unaufmerksam. So, mein Lieber, aber ich glaube, das Schnorcheln hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich würde mal sagen, du kommst jetzt wieder nach Hause. Wir haben auch noch leckeren Salat. Und ich frage mich, warum er verliert überhaupt gar keine Energie gefühlt. Wer weiß. Wer weiß, vielleicht ist er einfach so übersättigt von diesen ganzen Gelegenheitsjobs und mit Koffein vollgepumpt oder so. Er gewinnt sogar Energie, wenn er ja einfach ein bisschen schwimmt. Wahrscheinlich, weil es ihn so tiefenentspannt irgendwie das Schwimmen. Muss mal ganz kurz gucken. Kind des Meeres. Mit Wasser haben eine enge Verbindung zu den Bewohnern des Meeres. Na gut, ich hatte auch gesehen, dass das Schwimmen mittlerweile ja jetzt nicht mehr so viel Energie verbrauchen soll. Vielleicht liegt es auch daran, dass halt einfach das Schwimmen so entspannend auf Freen ist. So, Wasser geschluckt. Jessie wollte Luft schnappen, nahm aber stattdessen einen ordentlichen Schluck Wasser. Lecker, 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 lecker. Oh, das ist schön, vor allem so Salzwasser mitten ins Gesicht. Das ist immer schon nervig, wenn man es halt wirklich nur ins Gesicht bekommt. Aber dann auch noch runterschlucken. So, dann frühstücken wir jetzt erstmal ein bisschen. Jetzt kann ich das Inselradio wieder anmachen. Ich wollte es jetzt nicht laufen lassen, während ich nicht da bin. So, und ich mache es mal wieder auf ein bisschen lauter. Dann tönt es hier vielleicht durch die halbe Hütte. Aber das Plätzchen ist hier... Es ist sehr minimalistisch eingerichtet, muss man sagen. Ich meine, es hat nicht viel. Es hat einen Tisch, es hat ein Bett, es hat eine Couch. Es hat den direkten Blick aufs Meer. Das ist natürlich... Ich meine, das ist schon der ultimative Vorteil. Und ansonsten halt einfach nur wirklich alles Lebensnotwendige. Aber man muss halt ehrlich gestehen, es ist jetzt nicht High Quality oder Luxus. Aber ganz ehrlich, es ist, glaube ich, schon der größte Luxus, wenn du einfach jeden Morgen da so aus dem Fenster blicken kannst, aus der Balkontür, und du hast direkt das wunderschöne, kristallklare Meer vor dir und könntest einfach jederzeit reinspringen, egal welche Tageszeit ist. Ich glaube, das ist auch schon ein Teil Luxus. Oh je. Also irgendwie ist er mit nicht zufrieden. Er schluckt Wasser, mimimi. Weißt du, dafür, dass er so ein Wasserliebhaber ist, ist er ganz schön mäkelig. Ich habe Wasser geschluckt. Die Dusche, die war blöd. Die war kalt. Du bist doch so ein Wasserliebhaber. Da muss er aber auch damit zurechtkommen. Ich finde vor allem, die Fenster sind auch so schön, ne? Und ich liebe einfach... Oh. Da besteigt jemand Megumi. Was soll ich dazu sagen? So, da sind wieder ein paar Delfine am Start. Möchtest du aufwachen? Hast du Angst vor verrückten Geistern? Ich meine, du kannst auch ein bisschen... Ja, okay, dann... Ja, macht ihr das mal da. Ich störe euch nicht weiter. Oh, guck mal. Oh, wir haben aber jetzt viele schon wieder am Start. So, ich lasse sie mal frei. Ich weiß zwar nicht... Wir müssen ja einfach mal gucken. Verbannen, glaube ich, wäre nicht so gut, weil ich denke, verbannen ist immer was Negatives. Deswegen bezweifle ich, dass das so gut wäre. Okay. Sie sind gegangen. Ach, guck mal. Ah ja, alles klar. Das sind also komplette Geistererscheinungen. Also, das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Dann, wenn ich einen besänftige, besänftige ich quasi alle. Oder es ist halt nur ein Geist, der sich irgendwie verdreifacht hat. Aber ich glaube, du bist tatsächlich ein bisschen merkwürdig hier. Auch, dass du keine Energie verlierst und gar nichts. Das irritiert mich schon ein bisschen. Deswegen versuche ich jetzt noch ein bisschen Sport zu machen. Und dann können wir auch schon in einer Stunde wieder in die Gelegenheitsjobs mal reingucken. Und ich würde dann es auf jeden Fall bevorzugen, wenn wir... Also ich meine, dass er nicht schlafen muss, ist schon ein bisschen merkwürdig. So, Megumi muss in etwa einer Stunde zur Arbeit. Was möchtest du tun? Ich würde sagen, wir arbeiten direkt mal von zu Hause. Einfach, dass wir so ein bisschen
Traumkarrieren-Feeling bekommen, dass wir halt ein bisschen mal gucken, was man so machen muss, wenn man von zu Hause aus arbeitet. Und den anderen Tag können wir ja dann tatsächlich mal so sie zur Arbeit gehen lassen. Babababim. Ja, geh ruhig ein bisschen joggen. Ich meine, ich muss dich wahrscheinlich ein bisschen resetten, weil, wie gesagt, dir geht's einfach zu gut. Ah, ich glaube, Jesse ist einfach so happy, dass er auf dieser Insel wohnt. Es geht ihm einfach permanent gut. Aber das ist schon ein bisschen merkwürdig. Nein, aber ja, ich freue mich trotzdem und so können wir nämlich auch ein bisschen die Insel kennenlernen, indem wir ein wenig joggen gehen und dann vielleicht auf den ein oder anderen Nachbarn treffen. Und uns einfach, ich meine, allein diese Spots hier abzulaufen, das ist doch schon ein Träumchen. Ein Träumchen. So, meine Liebe, ich glaube, du bist jetzt auch gleich ausgeschlafen. Ja, guten Morgen. So, und damit Hallöchen und guten Morgen. Ein schöner Start in den neuen Tag. Ja, er ist sowas von. Warte mal, ich muss ihn mal. Ja, ich muss da mal ganz kurz gleich cheaten, dass ich ihn. Obwohl, es geht ein bisschen runter, aber es geht sehr langsam bei ihm runter. Also so in einer Schritten irgendwie alle 2 Stunden oder so. Nee, da muss ich ihn schon nochmal resetten. Na? Geht's dir gut? Und sie denkt sich nur so: Ja, ja, alles gut. Ich muss auch sagen, eins meiner Lieblingslieder. Jetzt verstehe ich's. Ich sollte mal lesen, was ich bekommen habe. Durch geistige Kraft beflügelt gibt es keine Ruhe für die Rechtschaffenen. Ah, das liegt also tatsächlich an der Inselenergie, dass wir so energetisch sind. Ich dachte schon, naja, gut, energetisch sind wir, das verstehe ich. Aber ich hätte nicht gedacht, dass wir tatsächlich überhaupt gar keine Energie verbrauchen. Das ist natürlich mega. Da können wir ja arbeiten bis zum Umfallen. Deswegen suche ich mir mal direkt gleich noch einen neuen Gelegenheitsjob. So. Und dann werden wir, denke ich mal, zusammen so ein bisschen die Wildnis von Puapelam erforschen. Also ich werde auf jeden Fall den lieben Jesse mitnehmen, damit er sich nicht langweilt, je nachdem, was er für einen Gelegenheitsjob findet. Und wir werden uns definitiv auch diese Außendusche anschaffen. Da habe ich mega Lust drauf, dass wir die hier einfach hinstellen. Und während wir duschen gehen, abends, morgens, wie auch immer, können wir dann so in die Ferne aufs Meer blicken. Das wäre mega. Ich weiß gar nicht, wie viel die kostet. Ich kann ja mal gucken. Die kostet 880. Alles klar. 880 Simoleons sind also unser irgendwann nächstes Ziel. Wir können die hier dafür auch verkaufen, aber. In der Natur fühlt sich Megumi am wohlsten. Stundenlang erforscht sie die Tierwelt und wird eins mit der Natur. Quasi bisher noch keine wichtigen Erkenntnisse, aber das ist ja nur zweit- und drittrangig. So, erkundest du auch schon die Insel? Jawohl, sehr gut. Ich weiß gerade gar nicht, ob er seinen eigenen. Ah, nee, jetzt kommt er langsam, glaube ich, nach Hause. Er ist wirklich einmal komplett irgendwie herumgelaufen. Hat ein paar tolle Nachbarn kennengelernt. Und jetzt kannst du auch langsam aber sicher wieder nach Hause kommen, wenn du magst. Weil dann gehen wir nämlich gleich los. Ich gehe noch mal ein bisschen tanzen, damit ich noch ein bisschen mehr Spaß habe. Wir können auch im Internet surfen, aber tanzen finde ich da einfach ein bisschen cooler. So, sehr schön. Fitness, Fähigkeit Level 3. Und er schwimmt jetzt schneller, wie man hier sehen kann. Das können wir dann gleich mal testen, ob das wirklich so ist. So, mein Lieber, dann guck mal, was wir noch für einen Gelegenheitsjob eventuell annehmen könnten. Ansonsten gehen wir nämlich mit Megumi den Tag verbringen. So, und wir sind immerhin schon Rang 1 in der Sternekategorie geworden. So, suche Gamer. Ich brauche jemanden, der den Highscore meiner Freundin in Blickblock knackt.
Wir haben gewettet, dass ich das nicht innerhalb einer Woche schaffe. Ich bin bereit, dir die Hälfte des Wettgewinns und mehr zu geben, wenn du es schaffst, dir den Highscore streitig zu machen. Level 2 der Videospielfähigkeit habe ich leider nicht. Ist Kokosmilch echte Milch? Das sind Fragen, die die Welt beschäftigt. Bob hat behauptet, dass Kokosmilch keine richtige Milch wäre, aber ich behaupte das Gegenteil. Wir brauchen also jemanden, der uns eine Kokosnuss vom Baum holt. So wissen wir, dass niemand sie manipuliert hat, damit wir sie testen können. Okay, was gibt's sonst noch? Oh, Last-Minute-Strandparty, das klingt gut. Oh, Level 1 der Kochfähigkeit, das klingt schon mal schlecht. Haben wir nicht irgendwas mit Fitness? Bonsai-Künstler, Chaos am Strand. Also der einzige Job, den wir uns teilweise jetzt wirklich gönnen können. Montag 20 Uhr, bis dahin Level 1, obwohl wir haben Level 1 der Koch. Komm, machen wir die Last-Minute-Strandparty. Ich veranstalte die riesige jährliche Strandparty und bin mir ziemlich sicher, dass dieses Jahr noch mehr Leute kommen werden. Ich brauche jemanden, der zusätzliches Kalua-Schwein zubereitet. Sonst schaffe ich es nicht, genug Essen für alle zu bereiten. So. Okay. Kalua-Schwein müssen wir. Mal gucken, ob wir das schon können. Und wir können es natürlich noch nicht. Okay, wir haben es natürlich noch nicht gelernt. Aber ja, das müssen wir auf jeden Fall auch vorbereiten, ne? Ja, wir haben jetzt gleich Level 1 der Kochfähigkeit. Das sollte schon passen. Dann warten wir einfach noch ein bisschen. Können wir das nicht einfach kaufen? Ich meine, das gibt es an jedem Stand hier. Können wir das nicht einfach irgendwie so ein bisschen kaufen? Wahrscheinlich dürfen wir das eher nicht. Aber gut, liebe Freunde, dann bereiten wir jetzt mal unser Kalua-Schwein zu. Und warte mal, ich will jetzt mal gucken, ob wir das jetzt nicht doch schon können. Nein. Vielleicht müssen wir uns da die Kochstelle draußen holen. Oder vielleicht müssen wir das erstmal gegessen haben. Oder. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, wir gucken einfach mal, ob wir das hinbekommen. Und dann gehen wir nämlich auch noch mit Megumi arbeiten. In der nächsten Folge von The Sims 4 mit unserem Inselleben-Let's Play. Und bis dahin verabschiede ich mich und sage bye bye.